Mein Name ist Sarah Roberts. Sie kommt aus Liberia. Ich bin Schneiderin und ebenso bin ich Prädikantin von der evangelischen Kirche dort. Prädikantin ist so eine Art Vorstufe zur Pfarrerin. So, I'm happy to be here. Ja, sie ist glücklich, dass sie hier ist jetzt in Deutschland. Ist hier für 3 Monate zusammen mit mir, ihrem Verlobten. Und ist hier, um einen Deutschkurs zu machen, so Deutsch zu lernen. After the 3 months, I will be going back. Nach den 3 Monaten wird sie zurückgehen nach Liberia. So I'm so happy to be. Sie ist glücklich, dass sie hier ist, vor allem auch, dass sie mithelfen kann, Werbung zu machen für unsere NGO, für unsere medizinische Hilfsorganisation, wo wir viel herumgehen. Genauso ist sie auch froh, dass sie hier sein kann für ihre evangelische Kirche, für ihre wie soll man sagen, Diaspora in Liberia und besucht auch immer wieder natürlich den Gottesdienst und was sonst auch die evangelische Gemeinde hier in Grafrath von ihr so braucht. Mein Name ist Thomas Böhner, von Beruf Krankenpfleger, von Berufung Krankenpfleger. Dann habe ich noch als Entwicklungshelfer gearbeitet. Auch der Krankenpflegeberuf und die Hilfsorganisation, der ganze Sinn, was ich überhaupt so in diesem Leben jetzt sehe und was ich tue, ist das Resultat, ist die Konsequenz von einem Unfall. Ich bin im Jahr 1980, ich glaube es war der 1. Mai, aus 27 Meter Höhe im freien Fall von einem Kletterfelsen gestürzt. Kohnstein im Altmühltal, wo ich in der Nähe aufgewachsen bin, aus 27 Meter Höhe im freien Fall und mir ist gar nichts passiert. Und dann habe ich die Welt mit anderen Augen gesehen, mit vollkommen anderen Augen. Und das ist eigentlich immer noch, das hat sich manifestiert. Und ich habe gemerkt, wie winzig klein diese Grenze ist zwischen Leben und Sterben, zwischen dieser Welt und der anderen Welt. Wie schnell man drüben ist und wie leichtfertig man das Leben oft nimmt und wie leichtfertig man diese Welt und dieses ganze Universum und diese Umgebung, diese Umwelt, wie leichtfertig man die zerstört. Und da hat sich ganz, ganz viel in meinem Bewusstsein, in meiner Wahrnehmung verändert. Habe in der Zwischenzeit angefangen, im Krankenhaus in Ingolstadt zu helfen und habe dann mich entschieden, Krankenpfleger zu werden. Also mein Leben auszurichten auf Hilfe für andere Menschen, so direkt und so unmittelbar wie nur irgendwie möglich. 81 war dann für mich ein ganz großes Entwicklungsjahr. Ich hatte dann die Schulausbildung fertig. Ich wollte unbedingt den Kriegsdienst verweigern und Friedensdienst machen, war dann am Niederrhein, habe dort gegen ein Atomkraftwerk aktiv gearbeitet, in Schnellenbrüter in Kalka, habe ein Gegeninformationszentrum aufgebaut, habe ein Hüttendorf mit aufgebaut an der Startbahn West im Kampf gegen die dortige Erweiterung vom Frankfurter Flughafen. Ja, und dann habe ich eben versucht, mein Leben so produktiv, so zielgerichtet auszurichten auf mein Ziel, was ich immer wollte, nämlich die Welt ein Stück besser zu machen und den Menschen als solches zu helfen. Dann bin ich Krankenpfleger geworden, Schwabinger Krankenhausausbildung, habe das große, große Glück gehabt, in eine ganz extraordinäre Krankenpflegerschule zu kommen, die mich viel, viel rumgeschickt hat, in fast allen Krankenhäusern in München, war dann später in Murnau. Und eigentlich nur aufgrund der Wohnungsnot hat es mich nach Fürstenfeldbruck verschlagen, in den Landkreis hier, wo ich jetzt schon seit über 30 Jahren im Fürstenfeldbrucker Krankenhaus arbeite. Zusätzlich arbeite ich noch in einem Pflegeheim, ein sehr spezielles, anthroposophisch ausgerichtet, nur zur Pflege von schwer dementen Bewohnern.
Und dann eben noch die Arbeit, die ich im Jahr 2004 angeboten bekommen habe. Damals habe ich einen Kurs gemacht zur Ausbildung als Entwicklungshelfer, Tropenmedizin. Ja, und dann kam 2005 das Angebot von einer Hilfsorganisation Kapanamur, die mich dann ins Ausland geschickt haben. Und so habe ich zufällig das Land Liberia entdeckt und kennengelernt und dort gearbeitet. Krankenhaus aufgebaut, Krankenstationen ähnlich wie Albert Schweitzer in Lambarene aufgebaut, bis ich dann später meine eigene Hilfsorganisation Help Liberia gegründet habe, mit jetzt hat nicht mehr 5, sondern nur noch 2 Gesundheitsposten im tiefen Outbush, Busch im Dschungel, wo wir mit 18 einheimischen Mitarbeitern das ganze Jahr über fleißig medizinische Arbeit machen. Den Menschen zu helfen, das ist Politik, wie sie sein soll, meiner Ansicht nach, wie es jeder Politiker tun sollte. Ich bin in einer guten Familie aufgewachsen und meine Familie hat immer versucht, Gutes zu tun in dieser Welt. So, fürs Erste, ihr Bruder ist ein Krankenpfleger, er arbeitet auch so und hilft den Menschen und so hat sie es gelernt, was in der Community, in der Gesellschaft, in der Gemeinde wichtiges Gutes zu tun ist. Und ich habe mich entschieden, Schneiderin zu sein, weil ich den Menschen helfen möchte, sich gut zu kleiden. Und so tut sie das Schneidern Kleider in der Kleinstadt, wo sie lebt. Sie arbeitet in der evangelischen Kirche als Evangelistin, als Predikantin, weil sie den Menschen beibringen möchte, was gut für sie ist in ihrem Leben. Ich hoffe und bete zu Gott, dass jeder gut leben kann und auf dem Weg zu Gott ist. Das ist die Arbeit, die ich tue und ich bin auch stolz, hier in Deutschland zu sein. Der Mann ist mein, sie sagt, aus mein Ehemann, das ist mein Verlobter, weil wenn er immer nach Liberia geht, dann schätze ich es sehr, was er dort tut in diesem Land. Er, also damit meint sie mich, jetzt bringt Medikamente, Medizin zu den Leuten im Hinterland und hilft ihnen mit allem, was sie brauchen. What I want to do is ich möchte meinem Volk helfen, ich möchte meiner Familie und meiner Gemeinde helfen. Wir haben so viele Menschen in unserer Gemeinde, die keine Chance haben, Hilfe zu empfangen. Und so schauen wir, dass wir ihnen Gutes tun, damit sie ein angenehmes Leben führen können. Dass der Begriff Non-Government Organization, Nichtregierungsorganisation, ein guter Begriff ist, weil ich möchte auf keinen Fall zur Regierung gehören mit dem, was ich da tue. Ich finde, und das ist meine tiefste Grundüberzeugung, dass jede Hilfsorganisation das Ziel haben sollte, sich unnütz zu machen. Dass sie möglichst dahin gerichtet arbeiten soll, so wenig wie möglich weiterhin diese Hilfe zu tun, unabhängig die Leute werden zu lassen, ja, und alles in die Hände derjenigen zu geben, die es eigentlich tun sollten. Und das ist doch zu großen Teilen, zu hauptsächlichen Teilen die Regierung selbst. Dass das nicht möglich ist, das ist das, was mich wütend macht, wobei ich noch glücklich darüber bin, dass ich die Wut habe, denn aus Wut erwächst Kraft. Und die Kraft, die habe ich jetzt schon seit über 15 Jahren mit dieser Organisation. Was dort nicht läuft, was dort schief läuft, das ist im Grundsatz mit einem einzigen Wort dazu sagen, die Korruption. Wenn die Korruption nicht wäre, wäre alles weggewischt und es wäre alles glücklich und Friede, Freude, Eierkuchen. Wir könnten dann die Entwicklungshilfe, die Gelder weitergeben. Wir könnten dann darauf rechnen, dass wenn ich anrufe, dass die Ambulanz kommt, wir könnten dann dafür sorgen, dass damit rechnen, dass wenn mein Kind Malaria bekommt im Busch, dass es jederzeit ausreichende Hilfe bekommt, so wie es überall sein sollte.
Ich will nur anfügen, dass Bill Gates zum Beispiel Milliarden einzahlt und hat mitgegründet den Global Fund, wo die drei größten Krankheiten der Welt, nämlich Tuberkulose, Malaria und HIV, jederzeit abgedeckt sind und überall in jedem Land der Welt die Medikamente umsonst sind, die aber leider an die Regierung gehen und wir keinerlei Tropfen, keine Medikamente, keine Gelder bekommen. Wir müssen für irrsinnige viele US-Dollar die Malaria-Medikamente selbst kaufen, weil die Politiker, die an großen Hebeln sitzen, das sofort einbehalten, was vom Global Fund aus zu denen geschickt wird. Es gibt eine Frau in diesem Buch hier, wunderbar dargestellt, Ambisa Moyo. Es ist ein berühmtes Buch und darin plädiert sie auch dafür, was ich vollkommen unterstütze, Entwicklungshilfe eigentlich in einem radikalen Maß zu reduzieren, wenn nicht sogar zum Einstellen. Und das wäre mir vom tiefsten Herzen her so emotional das Allerliebste. Überhaupt keine Entwicklungshilfe mehr auf so einem offiziellen Level laufen zu lassen, sondern wenn, dann Gelder nur noch an, da will ich jetzt nicht mich selber herausheben, aber doch ein bisschen fokussieren auf nicht Regierungsorganisationen geben, Leute, die wissen an der Basis, am Grund, wo das Wurzel ist, die Übel ist und dort helfen, weil dort die Hilfe ankommt. Es gibt die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, was im Prinzip der verlängerte Arm des Entwicklungshilfeministeriums ist. Und da hat sich viel getan in den letzten Jahren, da hat sich viel zum Positiven verändert, aber es ist immer noch so, jetzt werden mir einige böse sein, dass Leute, Mitarbeiter von der GEZ weltweit an sehr, sehr gut bezahlten Posten sitzen und im Büro sitzen und Organisationsarbeit machen, wo im Endeffekt dann bei den Menschen im Hinterland das Allerwenigste ankommt. Sie haben sich schon viel geändert, so Organisationen wie die KfW, diese Entwicklungshilfebank, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit oder andere. Sie haben jetzt mehr Kontrollen eingeführt. Sie haben jetzt geschaut, dass die Leute an der Grassroot, unten an der Graswurzel, die Hilfe bekommen. Aber es geht immer noch irrsinnige Mengen an die Regierung. Und wenn wir sehen, dass 50% von dem Budget, was dieser Staat braucht, 50% davon für eine Entwicklungshilfe kommt und die Menschen im Hinterland immer noch so dahin darben, dass nicht nur jedes fünfte, sechste Kind das fünfte Lebensjahr überlebt. Das ist nicht akzeptierbar. Das sind Verletzungen der Menschenrechte. Sowas darf man nicht hinnehmen. Und das ist das, was falsch läuft. Und das sind die Ursachen, die Korruption. Ich bin nicht dem kleinen Polizisten böse, wenn der mich aufhält, wenn ich durch eine Straße fahre und die Hand hier hinhält, weil er ein bisschen Geld braucht, um seinen Lebensunterhalt aufzumachen, weil er nicht von 80 oder 90 Dollar, US-Dollar im Monat, den nur alle 2-3 Monate reintröpfeln, bei ihm leben kann. Kann er nicht leben. Genauso jeder Krankenpfleger im Krankenhaus kann nicht leben auch von diesen 200-300 US-Dollar, was er vielleicht bekommt, auch nicht regelmäßig. Er muss die Patienten anbetteln. Das heißt, die Patienten kommen in sein Krankenhaus und kriegen überhaupt gar nicht die Behandlung, die sie haben sollten. Der Patient muss erst einmal Scheine hinblättern. Und dieser Zustand, der ist unhaltbar. Das ist das, was falsch läuft und was im Prinzip nur zu ändern ist, wenn man Korruption ändert. Korruption aber ist auf dieser Hierarchie nur möglich, wenn sie von aller oberster Stelle, sprich vom Präsidenten oder was, geändert wird. Und da sehe ich die Chancen ganz, ganz, ganz minimal. Wir vor Ort schauen also, dass wir die Medikamente den Menschen bringen, wenigstens im kleinsten Maßstab, was ist. Jedes Monat kriege ich immer wieder Alarmrufe, kriege ich Textmessages, kriege ich Anrufe von meinen Mitarbeitern hier, dass die Patientenanzahl sich immer mehr erhöht, weil andere umliegende Gesundheitsstationen schließen. Ich sehe im Moment keine Chance, dass ich das noch erhöhe und ich hoffe, dass ich Unterstützung noch von anderer Seite bekomme in irgendeiner Weise. Ich tue mein Bestes in der Richtung und
das anzugehen. Da hoffe ich, dass durch diesen Film hier, durch diese unsere Darstellung von unserer Seite noch manche Leute motiviert werden, die Werbetrommel für uns zu schlagen. Yes, was geändert werden sollte, ist, den jungen Leuten vor allem zu helfen. Ja? Was ganz schlimm ist, die jungen Leute, die haben kein Geld, die haben keine freie Schulausbildung. Was man sieht, ist, dass die jungen Leute eben auf der Straße herumlungern, weil sie eben nichts zu tun haben, weil die Eltern nicht das Geld haben für die Schule, aber die Regierung sollte ihnen eigentlich freie Bildung geben. So the parents that do not have money, their children are going to school and they are getting worse in the street. So, die Eltern haben einfach nicht das Geld für die Schule und den Schülern, den Jungen geht es immer noch schlechter und die verlottern auch so langsam. Ja, die Eltern arbeiten hart, aber die kriegen einfach nicht genügend Geld, sodass die nicht in die Schule gehen können. School fees are very high, even I had to. Ja, die Schulgebühren sind sehr hoch, sodass die Eltern das einfach nicht aufbringen können. Es war früher in der Krisenzeit in Liberia so, wir sprechen jetzt von dem Bürgerkrieg um das Jahr 2000 herum, bis zum Jahr 2004, 2005, da gab es überall zwischen allen NGOs wunderbare Kooperationen. Es war zum Beispiel jetzt mal auch so, dass wenn ein Landcruiser, ein Jeep oder was nicht mehr nötig war, weil die NGO das Land verlassen hat, ins Nachbarland ist, dass sie dann alle ihr Equipment und ihr Fahrzeuge dagelassen haben und dann die überbleibenden NGOs weitergegeben haben. Man hat sich gegenseitig viel unterstützt, man hat Informationen ausgetauscht, es war wie eine große Helferfamilie mit Hunderten, mit Tausenden von professionellen Helfern. Das hat sich zum Bösen, zum Schlechten verschlechtert. Jetzt gibt es einen irrsinnigen Wettbewerb bzw. einen Frust, wo die Hilfsorganisationen auch die einzelnen Mitarbeiter aufgeben, äußerlich, aber auch innerlich kündigen und nur noch ihre Arbeit machen, weil sie eben sehr, sehr viel Geld, wie ich schon vorhin erwähnt habe, verdienen. Und was ich mir mittlerweile immer noch mehr und mehr merke, ist, dass sogar zwischen den Hilfsorganisationen ein Wettbewerb stattfindet, der schlimmer wird. Es bricht irgendwo eine Katastrophe aus, es ist ein Hurricane, es ist ein Erdbeben und so rennt eine Hilfsorganisation nach dem anderen möglichst schnell dorthin, damit sie auch bald in der Presse ist und im Fernsehen oder im Rundfunk sich publizieren, darstellen kann, um so mehr Spendengelder zu generieren. Und diese Art von Wettbewerb ist so schamlos und so schmerzhaft für mich, wenn man sieht, mit welchen Kämpfen eine Hilfsorganisation ökonomisch sich durchschlagen muss, damit sie größer und finanzstärker sind. Eigentlich sollte doch sie ausgerichtet sein, nicht auf wirtschaftlichen Wettbewerb, sondern untereinander und sich gegenseitig nicht klein machen und so und schauen, ob jetzt halt nicht das Rote Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen besser und schneller dran sind, sondern diejenigen sollten dran sein, die vor Ort lokal am besten und effektivsten arbeiten können. Und das ist so schlimm, wenn man miterlebt, wie es anders jetzt im Moment geht, schief läuft und immer noch schlimmer wird. In der Kirche, for the Lutheran Church, the cooperation that is missing is that the thing we are saying, the church want to get their own school to help the children, the family that can receive money to help their children. But there is no money to build the school. Was in der evangelischen Kirche da geändert werden sollte, ist vor allem, dass die Kirche mehr Geld bekommen sollte, um eigene Schulen zu bauen, um ihre Schüler, die Kinder der dortigen Gemeindemitglieder in die Schule zu schicken. For we the African, we are together, but there is no money, there is no job. Ja, für uns die Afrikaner, ja, wir sind alle vereint, wir sind eins, aber es ist einfach, sind zu wenig Arbeitsplätze. So we want to do good things, but we are asking people out there to help us. Ja, wir denken natürlich im Guten, aber wir fragen, wir wünschen uns von anderen Leuten, dass sie uns helfen. Es heißt Ehrenamt, aber es ist viel Amt und wenig Ehre. Natürlich ist es auch so, dass man in jeder Hilfsorganisation sich publizieren kann, sich produzieren, präsentieren kann. Und das ist eine Art von Stolz, die einem schon Freude macht.
muss man schon ehrlich sagen. Aber da muss man vorsichtig sein damit. Die harte, die knallharte Arbeit ist die hier an diesem Schreibtisch. Die harte Arbeit ist immer wieder nach Geldquellen zu suchen und Leute anzubetteln, das Fahrzeug fertig zu machen für Aktionen außerhalb mit Infoständen und das alles. Es wäre so schön wie bei allen anderen NGOs, dass wir jemanden finden könnten, der uns ersetzt bzw. der uns hilft und zur Seite steht. Nicht nur eine, sondern mehrere, denn geteilte Arbeit ist leichtere Arbeit. Ich möchte gerne, dass meine Kinder Weiterbildung bekommen, weitere Schulbildung. I have 3 children going to school, 2 graduate from high school, 1 stay in the lower class. Ich habe 3 Kinder, die in der Schule jetzt halt fertig sind. Eine geht noch in die Schule und eine andere geht noch, also in die High School, in die, wie soll man sagen, in die das Gymnasium und der andere noch in eine niedrigere Schule, Mittelschule. I came to close. I want to tell the audience that the Bone Mine Lutheran Church, the Holy Cross Parish, is in the progress of being school. We lay the foundation, but we do not have money to carry up. Ich möchte noch sagen, dass die evangelische Heiliggeistkirche in Bone Mines dabei ist, eine Schule zu etablieren. Wir haben schon das Fundament gebaut, aber wir haben nicht das Geld, um noch weiter zu bauen. Was ich gegründet habe, das ist eigentlich eine, ja wie andere eine Tierschutzorganisation gründen, so habe ich eine Menschenschutzorganisation gegründet. Na? Und die anderen, die helfen eben Geld zu sammeln für Tiere zum Spenden. Ich sammle Geld für Menschen. Und dann noch das in Verbindung eben mit meiner Arbeit als Krankenpfleger, den ich zutiefst so richtig verinnerlicht habe, diesen Beruf, die Berufung und so, nennen wir das dann eben nicht Tierpfleger, sondern Menschenpfleger. Ja. Ich möchte Menschen pflegen, Menschen helfen und zwar mit allem drum und dran, vom Inneren und Äußeren, das den ganzheitlichen Menschen pflegt. Nicht nur jetzt die Malaria-Kranken in Liberia gegen Fieber, nicht nur die Leute mit einem Herzinfarkt im Fürstenfeldbrucker Krankenhaus, sondern auch Menschen, die gerade ein tiefes Tal durchschreiten und denen gern psychisch zur Seite stehen, mit meiner Freundschaft, mit meiner tiefsten Hilfe von Inneren raus. Deswegen Menschenpfleger. Ich möchte Menschen pflegen, Menschen helfen und zwar mit allem drum und dran. Den Menschen zu helfen, das ist Politik, wie sie sein soll, meiner Ansicht nach, wie es jeder Politiker tun sollte. I'm the OIC exam here. When the people come here on Saturday, because only Saturday we work here, they go to the registration room. When they register them, they send the hair to me one by one and screen them, cater to their condition, caring for them, treating them. Musu. Please come. She's coming. Okay, come straight over here. My name is Joseph Kona. I'm working with the NGO. I'm the assistant to the supervisor, and I'm also here doing screening, yeah, patient screening. Mein Name ist Thomas Böhner, ich bin der Gründer und Betreiber von einer medizinischen Hilfsorganisation mit Namen Help Liberia.
Ja, wir betreiben mit 19 einheimischen Fachangestellten zwei Buschkliniken, wie die eine hier hinter uns, wirklich im tiefsten Hinterland von Liberia in Westafrika. People are crossing in a canoe over the river from 4 hours, 5 hours distance from now. Whole day they walk from in the morning to in the evening, they cross in a canoe, they sleep here in the town. In den Kliniken leisten wir erste Hilfe und eine grundlegende medizinische Basisversorgung. Typische Behandlungsfälle sind zum Beispiel Malaria, Arbeitsunfälle. Wir versorgen kleine chirurgische Fälle und einfach Übelkeit, Erbrechen, die normalen Lungenentzündungen, ähnlich wie in Deutschland auch. Zusätzlich haben wir Hebammen, die hier arbeiten und Schwangerenberatung machen und für Notfallentbindungen bereitstehen. Musik.